Jo, Freunde, erzählt auch sie und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute die Mauro Icardi Flashback, die wir besprechen werden. Diese Karte sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Die wurde ja auch wieder angekündigt, also quasi jede Karte, die kommt, das weiß man halt mindestens ein paar Tage davor. Heute, wie gesagt, kam die Mauro Icardi Flashback. Diese Karte schauen wir uns gemeinsam an. Ich sage euch meiner Meinung nach, ob sich diese Karte lohnt, denn wenn man nur die Karte sieht, 90 Tempo, 90 Dribbling, 92 Schuss, sieht die Karte sehr, sehr nice aus, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann ein Abo und wir fangen an. Wir gucken, was wir abgeben müssen. Das sind drei Sachen. 86er Rating, 84er Rating, 83er Rating. Erinnert mich ein bisschen an die Pato SBC, obwohl Pato SBC, glaube ich, ein 85er Rating brauchte. Heißt roundabout maximal, ich würde sagen 200k für diese Karte. Grob geschätzt 200k. Ich bin euch den Preis auf jeden Fall in den Kommentaren an, ganz oben, wenn Footbin so schnell ist, also wenn Footbin gleich soweit ist, dann pinne ich euch den Preis an. Was kriegen wir für Packs? Prime gemischte Spieler-Pack ist ein gutes Pack, Prime Goldspieler-Pack ein kleines, also hier kriegen wir auch drei seltene Goldspieler. Hier kriegen wir, glaube ich, vier oder sechs, vier müsste es sein. Und seltenes Elektro-Spieler-Pack, hier kriegen wir sechs, das heißt sechs, was habe ich gesagt, drei und vier sind 13, ne, wenn ich richtig gerechnet habe. 13 seltene Goldspieler. Das ist nicht schlecht. Für 200k 13 seltene Goldspieler kann man einiges ziehen. Ich spare mir auch gerade die Packs auf für nächste bzw. übernächste Woche für das Totti-Event. Da habe ich auch einige Spieler von gemacht, weil die Stürmer-Upgrade-Packs, die lohnen sich meiner Meinung nach am meisten. Dann schauen wir uns an, was wir für eine Karte bekommen. Wir haben, was sehr, sehr wichtig ist, 4-4. Allerdings kriegen wir nur Mittel-Mittel. Für den einen oder anderen stört es nicht, weil man kann ihnen natürlich Anweisungen geben, wie der Abwehr zum Beispiel laufen, tue ich bei jedem Stürmer. Deswegen 1,81 ist auch eine gute Größe für einen Stürmer. Mitte, Mitte ist okay. 4,4 ist super, Rechtsfuß. Ja, 91 Antritt, 92 Schuss, dabei 99 Stellungsspiel. Also er steht quasi immer richtig, zu 100%. Er steht immer richtig. Dazu ein 96er Abschuss und eine 94er Schusskraft. Holy shit. Dann haben wir ein sehr, sehr schlechtes Passen, obwohl ein kurzer Pass und die Übersicht und der Effekt sehr geil sind. Alle Flanken braucht er nicht, die Freischussposition braucht er nicht und den langen Pass braucht er eigentlich auch nicht. Heißt, die Kernstats sind beim Passen sogar gegeben. Also eigentlich hat er ein Passen über 80, wenn man es so bedenkt, wenn man es Flanken und die Freischussposition wegdenkt. Dann Dribbling mit 90, aber hier leider nur eine 80er Beweglichkeit. Heißt, hier würde ich sogar ein Engine drauf packen, weil was wollt ihr am Schuss boosten? Also der Schuss ist schon nahezu perfekt. Die Beweglichkeit würde ich boosten, die Balance würde ich auch nochmal auf über 90 boosten mit einem Engine. Dann habt ihr, denke ich, den sehr perfekten Stürmer, also er sieht sehr geil aus. Ja, dazu eine 99er Sprungkraft, 95er Kopfballpräzision, 82 Ausdauer reicht auch, 90er Stärke ist auch sehr geil und er hat Außenrissschuss und Powerkopfball. Zwei sehr, sehr geile Trades. Und dann schauen wir an, wie wir den guten Icardi denn verlinken können. Jetzt ist die Frage, wer macht Icardi? Als Icardi-Ersatz gibt es natürlich einen Ben Yedder aus der Liga, da gibt es einen Mbappé, den ich hier gerade spiele für die Icon-Swaps-Aufgaben. Aber wir schauen uns erstmal an, wie wir ihn linken können, ja, wie Messi zum Beispiel. Also gibt es einiges, Di Maria. Gehen wir erstmal auf Argentinien, nee, das war Deutschland. Gehen wir erstmal auf Argentinien und schauen mal, wie wir ihn verlinken können. Also wir haben einen Messi, wir haben einen Di Maria, die Karte ist auch nicht schlecht. Was war das für eine Karte? Numbers-Up-Karte. Die sieht auch sehr geil aus. Dann haben wir, das war's, dann haben wir von PSG, gucken wir mal, Paris Saint-Germain hier, und hier haben wir wahrscheinlich auch ein paar geile Karten, natürlich Neymar, Messi, Mbappé, ist klar, aber die wenigsten können sich so eine Karte leisten, deswegen Icardi für maximal 200k sieht sehr geil aus. Ihn kann man natürlich auch umformen und dann mit Marquinhos linken, mit Verratti linken, der ihn damals gemacht hat, mit Donnarumma linken, obwohl ZTM Icardi auf 7 Chemie als Innenverteidigung und dann In-Game-Switchen kann man natürlich auch machen, Leute. Was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten? Ramos kann man auch spielen, Draxler, wer ihn damals gemacht hat, war ja eine Player-Moments-Karte. Hakimi kann man natürlich mit linken, Wijnaldum, wer ihn damals mitgenommen hat, das war die Once-to-Watch-Karte. Mbappé, der ihn damals bekommen hat aus dem Pack. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie wir den guten Verratti denn linken können. Und von mir würde ich sagen, für diesen Preis finde ich ihn angemessen. Also ich finde ihn für maximal 200k sehr gut. Hat gute Trades, hat gute Ingame-Stats, ja, dass die Beweglichkeit stört mich so ein bisschen, deswegen muss man ihn einfach testen, ob er wirklich gut ist oder nicht. Das ist eine Karte, die ich persönlich nicht mitnehmen würde, weil ich habe keinen Messi-Untrade, ich habe keinen Neymar-Untrade, ich habe keinen Mbappé-Untrade. Allerdings würde ich diese Karte empfehlen, wenn ihr wirklich Messi, Mbappé, Neymar, solche Spieler auch untrade habt und die gerne spielt und einfach gerne einen League-A-Squad habt. Deswegen würde ich sagen, was ist mit dem Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wir sehen uns, haut rein, bis dann und ciao.